wirklich unfassbar, was wir heute hier erleben. Goslar hat jetzt mittlerweile fast den größten Brunnen hier. Der komplette Marktplatz, ich habe es vorhin schon gesagt, steht unter Wasser. Für alle Autofahrer, sie kommen nicht mehr hier in die Stadt rein. Wie gesagt, wir versuchen jetzt einmal Richtung Abzug zu kommen. Ich bin nass bis auf die Knochen und es geht hier momentan gar nichts. Und mittlerweile wurde uns jetzt auch schon gesagt, dass die Kaiserpassage zuläuft und auch Richtung Kaiserfeld steht alles unter Wasser. Also alle Feuerwehren sind im Einsatz, das ist unglaublich. Ich bin hier gegenüber vom Bierbrunnen und von der Butterhanne. Die ersten Stühle, die fließen hier schon Richtung Marktplatz. Ich sitze hier wohlgemerkt und kann mich kaum halten. Jetzt sind wir hier am Museumsufer und das ist komplett unter Wasser. Das 10-Figuren-Museum läuft voll und man kommt hier gar nicht mehr lang. Also es steht komplett unter Wasser. Das gesamte Museumsufer. Jetzt sind wir momentan beim Köppelsbleek an der Uckerkreuzung. Also ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber man kann es wirklich sagen, das Wasser ist wirklich Meter hoch. Und da hinten bei der Brücke, da sehen wir ein Auto, das total abgesoffen ist. Da guckt nur noch minimal das Verdeck hoch. Ja. Das hier ist alles offen. Aber da drüben ist Wasser drin.